sind bereit für den ersten Durchgang an diesem 10. Spieltag in der Regionalliga Südwest. Wir sind richtig heiß drauf. Stuttgart 2 gegen TuS Koblenz. Klappe die erste. Sie läuft, der VfB, mit dem Anstoß in den traditionellen weiß-roten Trikots von rechts nach links. Aber nichtsdestotrotz, das kann funktionieren und das funktioniert. 1:0 für die TuS, 24. Spielminute. Dylan Esmel drückt den Kopfball von Volkmar, den Drabant nicht festhalten kann, über die Linie und die TuS das Tabellenschlusslicht führt hier in Stuttgart. Und die Stuttgarter kommen über Hoppe und der Abschluss zum Ausgleich und es ist die 35. Spielminute. Natürlich trifft Raul Paula. Paula, Cissé mit ganz viel Tempo. Cissé, 2-1. Und es ist Babis Drakas mit seinem ersten Saisontor. Der Mann, der schon 5 Vorlagen erzielt hat. Auf Vorarbeit von Cissé. Der VfB dreht das Spiel innerhalb von 6 Minuten gegen die TuS. Und leider hat sich das ja nicht angedeutet. Das deutet auf eine zu einseitige Kiste hin, aber von nirgendwo kam es dann halt eben auch nicht. Oh, das ist stark! 3-1. Kurz vor dem Pausenpfiff, Cissé mit der Vorarbeit und der VfB kombiniert sich da zum 3:1 kurz vor dem Halbzeitpfiff. Natürlich wahnsinnig bitter. Cena jetzt mit der Hereingabe, und das Tor! 1 ist es noch. Jan Bach verkürzt hier zum 3:2 und Koblenz lebt wieder. Der Fanblock lebt, weil Jan Bach die Schengel träumen lässt. Im Spiel jetzt der VfB. Kontern gefährlich, kontern gallig mit dem 2:4. Und es ist, glaube ich, direkt der neue Mann gewesen, Leonhard Münst, der hier getroffen hat. Postwendend der Treffer in Minute 67. Aber Stuttgart jagt nach und für Gallien ist jetzt alles frei und er macht es. 5:2 in der 73. Spielminute. 7. Saisontor für Dejan Gallien. Und einmal mehr kriegt die TuS hier eine schwer zu verdauende Packung. Der VfB jetzt natürlich mit Spaß, mit Freude an diesem Spiel, wie das eben bei so U-Mannschaften ist. Und das nächste Tor. 6:2 für den VfB. Die TuS-Defensive droht aktuell auseinanderzubrechen. Raul Paula war es. In Spielminute 74. Volkmar sieht gelb wegen Meckerns. Auch das müssen wir hier festhalten. Gebe ich gleich durch, wenn er mir ein- und auffällt. Ike jetzt mit der Hereingabe. Stahl legt nochmal quer und da ist das 3:6. Chachiri verkürzt nochmal. Was für ein Fußballspiel. 76. Spielminute, Erion Chachiri.
14. Mainz, punktgleich mit Waldorf, die auf 15 stehen. Das 7:3 nochmal für Stuttgart. Auf 16 die TSG Balingen mit 9 Punkten aus 10 Spielen. 17. Schott Mainz, 6 Punkte aus 10 Spielen. Und dann die TuS. 7 Gegentore bei den Stuttgarter Kickers. 7 Gegentore beim VfB. Es ist die Luft, die ihnen nicht zu liegen scheint. Gibt nochmal den Einwurf. Oder auch nicht. 7:3. Abpfiff im Robert-Schliens-Stadion. Die TuS kassiert die nächste Kanter-Niederlage. Und wir blicken auf Michael Stahl und sehen ein absolutes Gesicht der Lehrer.